Shalom Aleichem, wir machen die letzte Teil von Amida 18. Bis jetzt waren alle Brachot plural. Also hat man gesprochen über alle Menschen in die ganze Welt. Refa'enu, gibt uns Gesundheit. Barech Aleinu, segne uns. Verstehst du? Also alle Brachot sind plural. Plural. Jetzt aber, das ist eine Bracha. Lashon Yachid, diese Bracha. Mein Gott. Genau, Elokai Netzor Leshoni. Bewahre meine Zunge und so weiter und so fort. Diese Bracha kommt von einem großen Amora. Sein Name war Mar Brei der Ravine. Mar, der Sohn von Rabbiner. Immer wenn er hat gebetet, er hat gesagt, diese Bracha. Und er spricht über sehr interessante Sachen. Beim Beten. Ein Mensch hat gemacht eine Knote, eine Kescher mit Gott, stimmt? Er hat gebetet, dem ganzen Schmona Isre. Und diese Knote ist sehr gut. Jetzt bald geht er von der Synagoge weg. Und er muss beginnen zu machen Knoten, Kescher mit Menschen. Stimmt? In die Schule, in die Straße, in der Arbeit, in Geschäften, im Bus, überall. Mit wem ist Lachter umzugehen? Mit Gott oder mit Menschen? Mit Gott. Mit Gott. Mit Menschen ist Komplikation. Menschen sind eine Sache. Menschen sind eine Sache. Und Menschen manchmal denken über dir schlecht, wünschen dir etwas schlecht, planen über dir was schlecht. Jetzt. Was hat der Mensch mehr Lust? Tora zu lernen, Mitzvot zu machen oder Rache zu tragen, wenn jemand hat ihn beleidigt? Wo ist er heiß? Und wo ist er gleichgültig? Meistens ist es leider Rache. Beim Rache ist er Flamme, stimmt? Bombe, Rakete. Und wenn es kommt zum Torah und zum Lernen, ist er so trocken. Jetzt kommt diese Bracha und sie macht alles andersrum. Er sagt, Hashem, bitte bewahre meine Lippen, meine Zunge und meine Sprache, dass diese Knoten sollen nicht verflecken oder kaputt werden und falsch sein durch Kontakt mit Menschen. Soll ich nicht fallen zur Lüge, zum Betrug, zum Übelrede, zum Überreaktion? Soll ich sein demütig? Soll ich nach Torah und Mitzvot soll ich nachjagen, lebendig? Und die, die mir beleidigen oder ärgern, wie soll ich reagieren? Nichts sagen. Nichts sagen. Nafshike afar lakoltia. Was heißt das? Meine Seele wie Erde. Wie Erde sein, soll ich mich fühlen klein. Komm, machen wir die Bracha und dann sehen wir. Elokai, nezole shoni meira, usfatai midaber mirma. Velim kalelai nafshiti dom, venafshike afar lakoltia. פתח ליבי בתורתך ובמצוותך תרדוף נפשי. וכל החושבים עליי רע מהרה פרצתם, וקלקל מחשבתם. עשה למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען קדושתך, עשה למען תורתך. למען יחלצון ידידך, הושיע ימינך וענני. יהיו לרצון אמרי פי וגיון ליבי לפניך, השם צורי וגואלי. היר טריטמן דרי שריטן צוריק, פרבויטמן קורץ נחלינקס, דנח רחץ, sagt man, עושה שלום במרומה והוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. ירצו מלפניך השם אלוקינו ולקוותינו, שיבונה בסמידוש בימירה בימינו ושחלקינו בסרסכו. ושם נעבודך בירה כימי עולם מוכשנים קדמוניות, וערבה להשם מנחת יהודה וירושלים כימי עולם מוכשנים קדמוניות. Das ist die Ende von 18. Jetzt Übersetzung. Mein Gott, bewahre meine Zunge vor Bösem und meine Lippen vor trügerischer Rede. Flucht man mich, so möge meine Seele schweigen. Meine Seele sei allem gegenüber wie Staub. Öffne mein Herz für deine Lehre und meine Seele jage deine Gebote nach und alle, die Böses gegen mich sinnen, vertilte bald ihren Ratschlag
und zerstöre ihre Pläne. Tau es um deines, tu es um deines Namens willen. Tu es um deinen Rechten willen. Tu es um deinen Heiligkeit willen. Tu es um deiner Lehre willen. Damit die, welche dich lieben, befreit werden, hilf mit deiner Rechten und antworte mir die Worte meines Mundes und das Sinn meines Herzens sind dir zum Wohlgefallen, ewiger mein Fels und mein Erlöser. Der Frieden stift in seinen Höhen, er stift Frieden für uns und für ganz Israel, spricht Amen. Es sei dein Willen, ewiger unser Gott und Gott unserer Väter, dass der Tempel bald in unsere Tage erbaut werde. Und gib uns einen Teil in deinen Lehren. Dort wollen wir dir in Ehrfurcht dienen, wie in den Tagen der Vergangenheit und den Fruchten ist die fürchten Jahren, denn wir dem ewigen die Gabe Jehudas und Jerusalem angenommen sein, wie in der Tage der Vergangenheit und in den früheren Jahren. Also, was geht hier in diesen Bracha? Zuerst beten wir Hashem, soll er mir helfen, zu bewahren meine Klappe. Ich sage extra Klappe, weil das Wort hier Netzorle schon immer heißt. Es gibt eine Granatbombe. Weißt du, was Granatbombe? Die Granatbombe hat oben so eine... Bogen, damit man es Netzira, nein, so eine Sache. So eine Stöpsel. Okay. Netzor, also man betet Hashem, bewahre meine Zunge, so wie Nozer. Der Mensch ist manchmal wie explodiert und er kann nicht mehr seine... Mund halten, weil jemand hat ihm zu... Weißt du nicht, was ich meine? Yesh ala rimon lemala tabat kazot. Okay. Bemotziim ota. Ah, okay. Das shiti dalek. Shiti dalek vazorkim. Okay. Wie heißt das, diese... Okay. Wir werden später sehen. Aber du verstehst, was ich meine. Genauso ist unsere... Unsere Zunge kann, hat auch... Geschlossenheit, Zähne, Zunge, alles. Und wenn ein Mensch ist manchmal explodiert, geht die Nizra, geht die... So wie eine Plombe, so wie eine Krocken, so wie... Wie ein Deckel. Wo ist der Wörterbuch? Nizra. Das heißt Nizra. Also wenn man die Nizra zieht, kann man die Explosion wirklich dann spüren, der andere sozusagen. Was ist? Man kann sozusagen sagen, dass unser Mund, dass wir mit denen reden, ist unsere Nizra. Und wenn wir explodieren, ziehen wir sozusagen die Nizra raus und dann explodieren wir. Hier sagt er Nizra, Sicherung. Ah ja, okay. Sicherung. Gewehr. Handgranate. Gut, aber du verstehst, was ich meine. Netzor, das schon immer heißt Nizra, heißt diese Reißverschluss von der Sicherheit nimmt man raus, genauso ist die Mund. Und da beten wir Hashem, soll meine Seele soll sein so demütig wie Staub. Warum? Wenn ein Mensch ist demütig wie Staub und Leute ärgern ihn, wie reagiert er? Impulsiv, Überreaktion oder normal? Normal, weil er nimmt nicht zum Herzen. Dann sage ich Hashem, bitte, beseitige den Feuer von Rache, von Mund, mehr zum Torah und Mitzvot, bring mir mehr auf dem guten Richtung, hilf mir, tu das für deinen Namen, für deine Rechten, für deine Heiligtum, für deine Torah. Und jetzt kommt, und das ist sehr, sehr wichtig,
das, was habe ich gesprochen mit meinen Wörtern, gib mir, wir beten um Hashem, soll er uns geben ein kleines Signal, eine kleine Quittung, dass unsere Gebete hat ihm gefallen. Wenn ein Mensch betet richtig, passiert solche Tage, wo du betest, Kavana, gleich danach wird so ein Quittel geschickt, du hast sehr gut gebetet. Nein, das stimmt, das spürst du sowieso, aber du siehst in dieser Welt verschiedene Sachen, die passieren, wo deine Gebet hat wirklich gewirkt. Wir beten Hashem, soll ihm gefallen zum Guten unserer Mund und er weiß wirklich, was wir im Herzen haben. Da sagen wir, der macht Frieden im Himmel zwischen alle Engel, soll machen auch Frieden auf uns. Und dann macht man 3 Schritte zurück. Alle Gebete heute sind anstatt Korbanot, sind anstatt Opfer. Stimmt? Tfilot bim kommt mit ihm Tiknun. Also die Gebete sind wie ein regelmäßigen Opfer. Wir beten aber Gott zum Schluss, soll er bauen den Bet HaMikdash schnell in unsere Tage, dass wir das auch sehen und erleben. Und gib uns einen Teil in unsere Tora, was uns gefällt. Und dort werden wir dir dienen mit Ehrfurcht. Und wir beten dir, dass dein Geschenk, was wir dir bringen in Yehuda von Jerusalem, soll dir so gefallen wie früher in die alten Zeiten, wo jeden haben dir gebetet im Bet HaMikdash und es hat dir gut gefallen. Verstanden? Also wir erinnern ihm an die guten Tage, wo haben wir gut gebetet. Fragen, Bemerkungen? Wie siehst du die Mittelpunkt von dieser Bracha? Es ist sehr wichtig, den Mund auf den Mund aufzupassen, auf was wir sagen, auf was wir raus von dem Mund bringen, und wir müssen Gott beten, finde ich, nicht, dass er uns die Kraft von Reden wegnimmt, sozusagen über schlechte Rede, sondern dass er uns die schlechte Rede über Sachen, dass die nicht gut sind, wegnimmt. Nicht alle schlechte Wörter. Hab ich nicht ganz verstanden. Soll Hashem unsere... Soll Hashem uns die schlechten Wörter wegnehmen, auf das, was wir nicht brauchen. Soll er uns... Unnötige Wörter. Soll er uns helfen, unsere Wörter zu kontrollieren. Ja. Dass wir uns disziplinieren, dass er uns hilft, nicht impulsiv reagieren. Das meinst du? Ja. Ja? Und dass jeden Mensch hat Feuer, ich verstehe, was du sagst. Soll Hashem unsere Feuer wechseln, soll unsere Feuer soll brennen auf dem guten Flamme und uns nicht verbrennen. Soll uns, ein Mensch kann sein Feuer auf Flamme auf andere Leute oder Leute auf ihm, und er kann sein Feuer auf Flamme auf Hashem und auf Torah und Mitzvot. Wenn ein Mensch ist demütig, und er ist Feuer auf Flamme auf Torah Mitzvot, denn Menschen spielen bei ihm nicht so eine große Rolle. Verstanden? Weil er ist schon beschäftigt mit anderen Sachen. Schkoyach.